So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Ja, immer noch meine Stimme. Entschuldigung. genau. So, also wir gehen gerade mal hier gerade weiter. Hä? Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen. Alles klar, großes Türchen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, jetzt warten wir doch mal ab, was dabei rauskommt. Ne? So negativ sein hier. Nee, sie ist ja nicht immer negativ. Aber ich glaube, jetzt wird es langsam tatsächlich etwas dicker. Das kann. Ja. Okay, verstehe. Was wir noch tun können. Und nicht drauf drücken. Was ist das denn Schönes hier? Potent fertig hier. Stamina. Okay. Frost Aversion. Paralysis. Cool. Ja, gerne. Das hatten wir schon mal, ne? Bei so einem kritischen Ding. Magica Potent Fortification. Ja, können wir gerne machen. Potion of Blood Fortitude. Magica können wir ein bisschen was zurückhalten. Da müssen wir nicht alles aufnehmen. Aber hier, ich glaube, das wird jetzt schon auch wieder intensiver werden. Lass mal schauen, dass wir hier vielleicht alles. Stable of Health. Vitality. Standard Damage Health, Fear, Fire Aversion, Magic Aversion, naja. Gut, ich glaube, entweder habe ich was Wichtiges überlesen oder eben nicht, das weiß ich nicht. Bin jetzt zu schnell drüber gegangen, das weiß ich. So, nochmal Fortification. 8 Stück, ja, da können wir auf jeden Fall das lassen. Gut. Dann haben wir da oben ein paar Fallen. Das ist schon mal ganz gut. Da hoch könnte man. Oder zurück, wenn die Tür nicht zuschlägt. Ja, es geht ja gleich los hier, ne? Wir werden, egal wo wir langlaufen, wahrscheinlich. Aufgänger benutzen. Oh. Guck mal. Okay, die ist gleich mal weg. Die sind gleich auch mal weg. Was ist das denn? Sind die gut oder sind die schlecht für uns? Danke, dass sie uns von ihrem Zauber befreit hat. Nun können wir erneut den Frieden ruhen. Kommt, Fiori, mein Schatz. Nehmt dies mit unserem Dank. Okay. Trauger. Das kann aber nicht. Das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Ich meine, wir haben jetzt bisschen was abbekommen und so weiter und so fort. Schlüssel war's. Stab des Schutzgeistes. Guck an.
Wir gucken jetzt natürlich erstmal nach und nach hier durch. Aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr komisch, ne? Alles. Das lief hier alles sehr einfach ab. Fiori. Ach. Wir haben wahrscheinlich dadurch, dass wir sie gleich erledigt haben, gleich hier relativ für Ordnung gesorgt. Wir mussten da gar nicht groß tun. Verstehe. Alles klar. Sind die irgendwie besonders? Kann man nochmal angucken. Ich meine, die haben sich gegenseitig bekriegt, das haben wir ja irgendwann gelesen. Und waren auch starke Krieger und was weiß ich alles. Die sieht jetzt gar nicht so schrecklich aus, ne? Guck mal an. Und er? Also es war wahrscheinlich so geplant, dass die auf uns stürzen und sich quasi ganz bösiglich auf... Ja, der sieht natürlich jetzt schon mal ganz anders aus, ne? Der Holgier, ja. Holgier, wie auch immer. Aber wir haben das leider durch ein... Ratze, Fatze. Oh, ungewöhnlicher Stein. Thank you. Arcana Zauber. Und wir können nehmen die Geisterklinge 300. Was kann die denn? Gerade mal kicken. Ich glaube, wir haben dem Spiel jetzt gerade ein bisschen den Spaß genommen, ne? Geisterklinge. 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 20, 3 Punkte. Zusätzlichen Schaden ignoriert Rüstung. Verursacht 3 Punkte zu erzielen. Das ist auch nicht viel. Ignoriert Rüstung ist schon nochmal eine Sache. Wir können ja gucken, dass wir die Geisterklinge vielleicht auch nochmal verbessern oder sowas. Dann müssen wir halt eben den Schmied auch nochmal ein bisschen aufmumpeln aus diesem Grunde. Okay. Ja, schön. Dann haben wir hier schneller als vermutet und so weiter und so fort. Guck mal, ich muss, weißt du was? Also ich spiele ja nicht viel mit Leichen rum und so weiter und so fort, aber so, weißt du, so nebeneinander für die Ewigkeit oder so. Nee, der liegt ja so rum, ne? Ja, wie machen wir das jetzt? So. Ja, guck, jetzt liegen sie. Guck mal. Das ist doch schön, ne? So. Nee, so sieht es nicht so geil aus. Oh, guck mal. Ja, ganz lieb. Sie streichelt ihn so ein bisschen. Gut, ja, das machen wir jetzt mal so, ne? Okay. Langsam wache ich eben wieder mehr auf, als ich vorhin. Also ich bin wacher als vorhin, aber das muss nichts bedeuten. So, den Skeleton haben wir noch nicht durchsucht. Ja, und damit endet eigentlich die ganze Geschichte hier schon. Wir hätten die nicht praktisch kalt erwischen dürfen, ne? Wir haben die halt eis... Ach, guck mal. Wir haben die halt eiskalt und ist auch voll. Eiskalt erwischt. Ja, da ist nichts mehr drin. Moment, Nase. Ich muss kurz... Bejucken. Die Nase bejucken. Verjucken. Ich weiß nicht, da drüben ist auch noch was. Dann schauen wir nochmal. Ja, danke. Du warst auch leer. Dann wünsche ich euch viel Spaß für die Ewigkeit. Zieht jetzt ein bisschen eure Bude, aber ihr seid ja glücklich. Ihr seid fort. Ihr seid hinfort gegangen. Ist nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Überall nichts. So freut es mein Herz. Ein bisschen, komm, ein bisschen Spaß.
siehst du. Geht doch. Meister. Oh Gott. Ich fürchte, wir werden wieder mal welche kaufen müssen. Die privaten Gemächer oder was? Da lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Ein kleines und großes Fass, das hatten wir auch lange nicht, ne? Vor allem sind die kleinen öfter oder die großen? Ich muss sagen, so als Wohnstätte nicht unbedingt sehr attraktiv, finde ich. Feldstiefel, Blitzresistenz. Da können wir wieder einen Spruch lernen. Ne? So ein kleiner Kessel. Eisenerz. Ja, das potent. Zauber. Mineralerz. Oh Mann, guck mal. So, was haben wir hier Schönes? Imperial Condolences. Imperial Seasons Lual Skaven. It is with the deepest regret that we must inform you of the death of your husband, Sa'ael. He laid down his knife in battle, helping retake the Imperial City from the Aldmeri. He showed great courage in his final hour, and his sacrifice will not be in vain. All considered him a man of high moral standing and a shining example of the best the Empire has to offer. This, in this hour of your grief, please take solace in the fact that he gave up his life protecting the Empire with he held so dear. Ist die Fragestellung, ne? Ob er das wirklich so wollte, ob er, wie freiwillig das alles immer ist und so weiter und so fort. Die Opferbereitschaft, wenn es dann wirklich ernst wird, kann natürlich auch mal ganz schnell vorbei sein. So. Und hier geht es, wir wissen es, nicht unbedingt immer ganz, soll ich sagen, moralisch und hin und her zu. Alles klar, dann hier noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen. Romiliana, gut. Wolf Queen, ja, komm. Komm, komm zu Papa. Foster, ja. So. Schön, volles Regal. Hier noch was Schönes. Die hatten wir schon, ne? Okay. Truhe leer. Und trotzdem haben wir die. Und trotzdem haben wir noch jetzt die Fragestellung, wie wir oben in den Turm reinkommen. Das wird uns nicht. Oh, ho, ho. Ja, gut. Vielleicht auch jetzt gerade nicht mehr. Mal gucken. Vielleicht kommen wir beim Turm raus. Es wäre eine Fügung, die mich ruhig schlafen lässt.
Wir haben das. Wir haben doch den Schlüssel. Oh Mist, wir kommen nicht raus, oder was? Aber auch nicht abnehmen. Oder war das? Das war der Schlüssel. Alles klar. Alles klar. Entschuldigung. Gut. Ja, dann nimmst du den einmal nicht mit und schon ist es der, den du wirklich brauchst. Naja, egal. Wir haben es ja gelöst. Hoffentlich kommen wir jetzt weiter dahingehend. Linen Wrap, okay. Oh, du Lydia, du musst, glaube ich, jetzt mal gerade zur Seite. Oh. Ja. Kannst du bitte. Dankeschön. Ist nochmal. Holy. Nochmal eine kleine Überraschung, oder was? Kommst du? Nee, stecken bleiben. Alles klar. Geht's raus, oder? Ja, hier ist dann der Trauger. Okay. Wow, dann haben wir nicht alles durchsucht. Wir hätten eventuell und so weiter und so fort hier tatsächlich hineingekommen. Wir hätten nach da oben gesprungen und so weiter und so fort. Aber wir wären dann spätestens nicht mehr weitergekommen. Ich verstehe schon. Okay, dann zurück. Aber es hilft nichts. War ein schönes Abenteuer. Schön, 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 schön. Und wir haben schon woanders, glaube ich, dieses Buch hier, Holgeier, Fjord und Holgeier, gefunden. Und maßen ihm zumindest nicht die Bedeutung bei. Siehst du mal, wie wichtig es ist, Bücher zu lesen. So. Mist, ich habe das gerade mit dem Schleichen versucht zu lesen. Okay. Holy. Wo bist du? Da. Mist, Elender. Wir kriegen den nicht, wenn der so schnell ist. Muss uns halt sehen, ne? Ich glaube, der haut bald ab. Wenn wir so mitten im Zentrum sind, dann haben wir keine Chance, den zu kriegen. Der kreist dann um uns rum und das war's dann. Schade drum. Hätte ich mir gerne noch geholt. So, gut. Ich überlege auch, ob man hier irgendwas noch machen kann, aber eigentlich nicht.
Im Zweifelsfall müssen wir nochmal... Also wenn man dann irgendwann mal mit dem Drachen fliegen kann, könnte man den holen. Die Truhe. Jetzt geht das nicht mal mehr. Ist auch nichts mehr. Runter, rausgebrochen, gar nichts. Ne. Dann ist das hier die einzige Option, die ich sehe. Außer wenn man irgendein Flugzeug hat, also Drachen oder was. Also hier auf das Pferd, mit dem Pferd hoch und dann vom Pferd reinspringen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Cut und wenn ich es schaffe, dann können wir ja gerne nochmal da beginnen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.